Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken. Glocke nicht vergessen und dann lass das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Good morning! Ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin gerade kurz vor Lissabon, hier an einem Strand. Und habe den Plan, heute in dieses Wasser zu gehen. Aber ihr seht, ich habe lange Klamotten an. Es sind 21 Grad, total windig und wellig. Ich weiß es noch nicht, aber schauen wir mal. Dann steht weiter auf meiner To-Do-Liste Lissabon. Ich bin ja hier 30 Minuten von Lissabon entfernt und habe mir schon einen Parkplatz gesucht, den ich anfahren werde, und dann geht's ab nach Lissabon. Voll lustig. Hier übt eine Anfängerklasse Surfen und die kommen gar nicht über die ersten drei Wellen hinweg. Dann sind sie schon wieder an Land gespült. Es ist echt spannend, das zu beobachten. Der Surflehrer, der ist schon ganz hinten und hat gar nicht mitbekommen, dass die hier vorne wieder zurückgetrieben sind. Hier hinten ist es richtig schön. Ich überlege gerade, ob ich dort, da ist so ein Serpentinenweg, ob ich da mal hochwandere. Das Problem ist nur, ich habe wie immer keine Schuhe an. Hey, wo wollt ihr denn hin? Seid ihr auch immer gespannt, was oben ist? Hui! Meint ihr, ich komme da auch noch hin ohne Schuhe? Ein Versuch ist es wert, oder? Wenn ich schon mal hier oben bin, hier geht's lang. Ich will mal hoffen, dass es hier keine Schlangen gibt. Das ist immer so das Einzige, wovor ich mich fürchte, weil ich nicht weiß, ist sie giftig, ist sie nicht giftig, was tut sie, was muss ich machen. Aber schön, sehr schön. Wieder was entdeckt. Der Weg ist schon ganz schön zugewachsen, muss ich ja mal sagen. Ein kleiner Tipp für solche Fälle. Ich habe in meiner Tasche, die ich dabei habe, immer einen kleinen Schluck Wasser, also so mindestens ein Viertel Liter Wasser und eine Powerbank für Notfall. Also das ist immer da drin, selbst wenn ich nur an den Strand gehe oder jedenfalls hier in diesen Regionen im Süden von Europa. Na, was sagt ihr? Hat sich doch gelohnt, die Barfußlauferei hier hoch. Ich habe einen wunderschönen Blick, kann es euch ja mal zeigen. Und da drüben ist auch noch eine schöne, zerklüftete Felsküste. Ich bin hier übrigens am westlichsten Punkt in Europa. Übrigens da hinten, schau mal, vor diesem grauen Gebäude, daneben steht mein Auto. Seht ihr es?
So, jetzt bekommt ihr auch noch mal den Ausblick hier nach oben zu Gesicht. Das ist tatsächlich ein richtig schönes Wandergebiet hier. Da läuft auch eine Gruppe spazieren mit einem Guide, richtig mit Funkgerät und so. Und da ist der Strand, von dem ich komme. Ja, war eine schöne Wanderung hier oben. Und jetzt geht's wieder 3587 Stufen bergab. Da oben war ich. Und auf diesem Stein habe ich gesessen. Das Bild blende ich euch mal ein. So, jetzt geht's hier hinter noch ein Stückchen weiter. Also hier ist es mal wunderschön. So, jetzt gehe ich zu meiner Yogamatte zurück. Ich bin schon ganz gespannt, ob sie noch da liegt, denn aus mal einem kurzen Strandspaziergang bis da hinten sind jetzt fast 4 Stunden geworden. Aber ja, wer soll eine Yogamatte klauen? Wenn nicht, ist sie ersetzbar. Trotzdem hatte ich eine schöne Zeit. Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe ja die Yogamatte heute früh eigentlich ziemlich dicht am Wasser hingelegt. Vielleicht schwimmt sie schon hier. Vielleicht ist sie schon in Brasilien angekommen. Weil, ja, die Wellen, die sind jetzt ein ganz schönes Stück weiter und haben den Strand geschluckt. Aha. Aber ich muss ja mal sagen, das Wetter ist zu wünschen übrig. Also es sind tatsächlich für meine Begriffe riesige Wellen hier. Also alles so eine, wo man unterdurch surfen kann. Jetzt geht's gerade wieder, aber eben musste sich der Rettungsschwimmer herstellen. Wow, rückwärts. So, ich bin weitergezogen und das ist keine Wanderung. Ich gehe einfach von meinem neuen Stellplatz zu einem schönen Strand. Und zwar war es so, dass ich bei der Wanderung an der westlichsten Ecke habe ich einen Hund getroffen, ganz klein, ganz süßen, und sagst du, der kam dann zu mir und ich so, einfach so, na, wer bist du denn? Und dann antwortet das Herrchen, das ist, ich habe es vergessen, wie er hieß, und ich dann, oh, spricht ja auch Deutsch und so. Also ist man halt ins Gespräch gekommen und der hat mir den Stellplatz hier empfohlen. Den gibt es auch nicht auf Park for Night. Ich habe schon geguckt. Der ist hier mitten im Busch. Aber der Strand soll genial sein. Und hier sieht es ja schon mal richtig mystisch aus. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, den muss ich mir jetzt merken, weil der ist natürlich nicht ausgeschildert. Ist ja voll süß. Hier stehen auch 2 Zelte, einfach mitten im Nichts, so mitten auf dem Berg. Ich darf nachher nicht den Einstieg hier verfehlen und ich zeige euch mal meinen Blick momentan. Da ist er, der Strand. Hier ist so ein Tor, genial. Da üben welche klettern. Ja, auch schön. Ich bin ja naturbelassen und nicht so touristisch. Und vorhin war ich praktisch hinter dieser Ecke und da oben auf dem Berg drauf. Genial, hier sind ja nochmal richtig schöne Wellen. Ich muss wieder mal um die Ecke schauen, was hier so los ist.
da oben in den Bergen über dem Buckel, da steht Venna. Ich bin gerade hier unterwegs in Sintra, bin ich noch, und habe hier gerade einen Markt entdeckt. Habe ich erstmal angehalten, weil ich eigentlich einen Supermarkt suche für Brötchen. Nee, es gibt nur Obst, aber auch nicht günstiger als im Supermarkt. Ich dachte hier so am Straßenrand, aber nichts da. Ich bin in Kaskas, schaut mal hier unten. Geht's tief runter. Ich gehe jetzt hier nochmal um die Ecke wandern. Diese Höhle wurde übrigens von der Brandung geformt. Also ist alles natürlich hier. Fast. Und wisst ihr was? Ich frag mich, was die da unten machen. Finde ich immer gut für meine Videos, wenn hier so ein leichter musikalischer Hintergrund ist. Dann habe ich keine Sorge mit GEMA. Schaut mal, eine ganz gefährliche Gegend hier. Hier kommt der Wasserhai und frisst Menschen. Also Achtung. Ich bin jetzt auch mal abgebogen, aber nein, über keine Absperrung. Hier ist tatsächlich ein Weg. So, ne? Schauen wir mal. Das sind die Klippenspringer. Da hinten, das ist übrigens Lissabon. Ich bin praktisch in der Nachbarstadt. Hier ist der Strand. Ich hatte mich erst gewundert, was machen die denn hier bei so einem schönen Häuschen? Und die sitzen in so einem Flussbett. Und jetzt habe ich das erstmal gescheckt. Wenn die mich jetzt nicht hier rüberfallen, kann ich es euch zeigen. Und zwar ist es heute wahrscheinlich Niedrigwasser oder keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich erst über die Straße gehen, um euch das zu zeigen. So, hier ist die andere Seite. Hier ist so ein Mini-Strand, wo man sich so ein bisschen erfrischen kann. Wirklich mini, aber ihr seid gar nichts, oder? Das ist der Yachthafen. Richtig hübsch hier, das ist die alte Stadtmauer. Und jetzt geht's ins Zentrum. Irgendwas ist da heute los. Da hinten ist noch ein größerer Strand und dahinter und dahinter. Also, das ist Dom Carlos und der schaut da mit seiner die Bucht hier. Oh nein, jetzt ist jemand beim Yoga von der Matte gefallen. So, jetzt haben wir hier so ein Bummelbazar. Nicht übel. Ja.
hat einen Vogel. Die hat zwei Vögel. Die hat auch einen Vogel. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren. Bis bald. Yeah, cool.